Nein, nein. Oh. Warte, lass mich das Radio anmachen. Wer frisst Popel? Süß und saftig, 1,80 Mark, 1,10 Mark und du kannst gehen. Gehen kannst du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. Das haut jeden von der Socke. Die Ärzte mit der tierischen Rap-Schocke. Den ganzen Tag von früh bis spät rappen wir so gut es geht. Wir sind Schlager, Fuzzis und keine Neger. Doch rappen kann ein Fasser und auch ein Jäger. Baby, rappen kann nicht. Rappen kannst du. Rappen kann ein Esel genauso wie ein Du. Die Leute halten uns für ausgemachten Deppen. Doch wir sind klasse, denn wir können rappen. Meine kleine Schwester ist ein ganz schlimmes Luder. Und wenn ich mal rappe, sagt sie: Schaff dich, Bruder. Schaff dich, Bruder. Wir kriegen jede Tussi in jeder Disco. Von Ost-Berlin bis San Francisco. Wir knutschen sie ab, wir legen sie flach. Come on, everybody, und sprecht mir nach. Sprecht mir nach. Nee, Moment. Nee, Moment. Nein. Nein. Stopp. Stopp. Halt, aufhören. Halt, aufhören. Etwas mehr Rap-Disziplin, wenn ich bitten darf. Etwas mehr Rap-Disziplin, wenn ich bitten darf. Schmeiß ich dein Radio an die Wand. Und darum drück ich dein Radio.
brennt. Und dein Radio 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 brennt. Und darum dreht sich dein Radio ein. Und darum hack ich dein Radio klein. Und darum schmeiß ich dein Radio an die Wand. Und darum zünd ich dein Radio an. Und dein Radio brennt. Ja, dein Radio brennt. Ja, dein Radio brennt. Ja, dein Radio brennt. Kikiriki! Als ich ein kleiner Junge war und der Rock'n'Roll nach Ostdeutschland kam, da haben die Kommunisten gesagt, er sei subversiv. Möglich, dass sie recht hatten.